Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in der Part War mit dem Thrawn's Revenge Mod und wir spielen gerade noch die Singe-Fraktion. Nicht mehr lange, denn so viel gibt's vom Imperium nicht. Also Planeten sind es echt wenige. Dann noch hier die 1200er Flotten und dann noch die mega Riesenflotte der neuen Republik 1463, um die wir uns kümmern müssen. Aber wir machen erstmal die kleinen einfachen Sachen. Löschen da zwischendurch mal etwas größere Schiffe aus, die nicht mehr bauen können. Oh, das war jetzt blöd. Eigentlich wollte ich hier den Imperator Karna Jax, Muttergath, Zarian und so mit hinholen und hier mitnehmen. Aber gut, machen wir es beim nächsten Planeten bei Sky, denn ich würde ganz gerne zur nächsten Anführerin, zu Dala, kommen, dass wir das auch noch in irgendeiner Art und Weise mitnehmen können. Mal gucken. Abridon, dafür bitte einmal eingenommen werden. Du fliegst mal. Hallo? Hier lang. Wenn wir das nämlich hier schnell schaffen würden, hätte ich da jetzt auch kein Problem mit. Repair Station. Ich weiß, die können auch von da aus kommen, aber das ist mir jetzt gerade erstmal egal. Repair Station. Auch das will ich gerade gar nicht einnehmen. Ich will nur eben kurz. Danke. Setzt euch hier rein. Und dann ab zum Victory Point. Alle hier runter. Hier ist auch gerade kein Gegner. Wenn wir den Victory Point eingenommen haben, ist Abridon unser. Müssen wir gar nicht großartig kämpfen. Deswegen AT-APs, so viele wir haben hier rein und ihr seid zwar langsam, aber ihr auch hier rein. Und oh, wartet, nehmt euch die Speederbikes. Die sind hier viel gefährlicher für unsere Infanterie als die anderen. Als der Firehawk da drüben, bleibt hier drüben. Ihr alle hier lang. Noch mehr Speederbikes. Ist das nervig? Der Firehawk ist noch nicht fertig. Okay, komm schon. Komm, wir haben einfach jetzt gewonnen, bitte. Yes! 1 Minute 41. Sehr, sehr nett. So, damit würde ich sagen, war es das für heute. Ich hoffe, ich... Nein, natürlich nicht. Einmal Richtung Sky jetzt fliegen. Wir haben heute noch viel, viel vor in dieser Folge. Wir müssen uns Sky schnappen und dann mal gucken, wie es weitergeht. Wenn der Lag aufhört. So. Einmal kurz gucken, was bei Sky abgeht. Oh! Das ist natürlich wieder eine größere Flotte. Einer von euch darf mal hier nach Chrysalis gehen und einer bitte nach Tar Mordin, damit wir da auch Bescheid wissen. Ich habe aber keine Lust, mit der Flotte hier zu handeln. Also, das sind mittlerweile zwei Flotten zu einer zusammengelegt. Die Flotte darf mal nach Sky fliegen. Die Flotte darf sich um Vondark kümmern, in der Hoffnung, dass die nicht abhauen. Wie sieht es bei Tar Mordin aus? 433. Die Sache ist, ich baue hier gerade noch ein paar andere Schiffe zusammen. Die sollen jetzt mal hier fertig werden. Wie sieht es hier bei Datumir aus? 67%, das ist gut. Ich habe keine Ahnung, wo ich noch Schiffe baue gerade. Um Vondark kümmere ich mich schon. Hier können noch mal ein paar Victories gebaut werden. Ich habe so viel Knete. Hier unten bei Louis Vaughn kann ich noch nicht. Habe ich das nicht gebaut? Ich war mir sicher, dass ich es gebaut habe. Aber gut. Vondark. In der Hoffnung, dass hier nichts passiert, outreserven wir. Das darf nicht wahr sein, dass der Battlecruiser jetzt hier vernichtet wird. Frech. Aber Chrysalis hat auch nichts. Sehr schön. Einmal bei Andor gucken und einmal bei Baku. Die wollen nach Saijo kommen. Die sind richtig frech. Und einmal noch Bakura. Wie wollen die denn... Ach, von Sky wollen die nach Saijo kommen. Ich wollte schon sagen, wie wollen die denn nach Saijo kommen? Aber von Sky. Jindain hier oben. Interessiert mich alles eher weniger, muss ich sagen. Saijo ebenfalls. Ihr könnt mal hier Richtung Jindain fliegen. Ihr fliegt mal zurück nach Corellia. Ach so, Corellia. Können wir da auch was bauen? Sky. Das war das, was ich machen wollte. Und dann holen wir uns da auch den Boden mit Karna Jax.
deren... Die hatten doch hier gerade noch ein... Allegiance. Ah, doch, da. Okay, da ist er. Schauen wir mal, dass wir diese Raumschlacht hier bei Sky auch hinkriegen. Beginnen wir. Und holen uns hier einfach die Eclipse rein. Ist das frech? Kommt, wir weichen aus! Nein, das schaffst du nicht mehr. Ja, kann die Eclipse nicht ausweichen, aber sie kann hier drauf schießen und ich kann Ulrich Taggy holen. Und dich und einen von dir noch. Schieß mal hier drauf. Ulrich Taggy darf hier mitmischen ein bisschen. Du vernichtest mal den KDY Strike und den anderen KDY Strike bitte. Auf die Engines da drüben gehen. Und nehmen wir den Strike-Kreuzer nochmal kurz mit. Und dann den. Der Rest ist so nebenbei, läuft der mit irgendwie. Wird schon irgendwie zwischendurch vernichtet werden von irgendwelchen anderen Waffensystemen, die wir noch haben. Was wir uns auf jeden Fall mal angucken können, sind die ganzen Sternzerstörer, die auseinanderfallen, während die Eclipse gut drauf hält. Oder wir gucken von hier aus. Da kommen wir nur nicht so nah dran, dass das richtig cool aussieht. Die Eclipse ist zu nah an den Schiffen. Dann kann ich nicht gut ranzoomen. Aber das ist schon ein sehr, sehr interessanter Anblick. Mit dem Prokursator, der da jetzt auch kaputt gerissen wird. Und in der Zeit... Oh mein Gott, die halten uns davon ab zu fliehen. Oh nein. Was werden wir nur tun? Ach so, gewinnen. Okay. Kann man natürlich auch machen. Der Gravitationswellengenerator ist sogar noch an. Lächerlich. Als ob das euch irgendwas bringen würde. Vernichte hier den Sternzerstörer und flieg einfach weiter. Weil die der Superlaser wird nicht schnell genug fertig sein, um das abhandeln zu können hier. Sonst würde ich sagen, okay, der Superlaser kann auch da hinten drauf schießen, gleich einfach, aber ich habe das Gefühl, wir sind schneller, wenn wir da eben hinfliegen und das mit unseren Turbolasern machen, als auf den Superlaser zu warten. Aber diese kleinen BTA-nervigen Escorts hier, die sind echt uncool. Vielleicht können die uns ein bisschen helfen hier. Die Quasar-Fire-Träger. Und dann schauen wir mal auf die Fighter Bay, Protonentorpedowerfer. Und dann holen wir uns hier mal den Ton Falk. Einmal hier drüben drauf. Ah, der Ton Falk wird auch nicht fliehen können. Ach, guck mal da. Ist doch schon fertig. Hier drauf. Und dann sind nur noch diese kleinen Escorts hier. Da, du musst noch weg. Du musst noch weg. Hier, Allegon Bomber. Jawohl. Sky ist auch der Luftraum unser. Sehr schön. Dann kann Connor Jack sie jetzt hier hin und danach holen wir uns Admiralin Natasi Dala, die in der Theorie auch ihren Nighthammer mitbringen könnte. Wenn wir die Iriadu-Autorität geschluckt haben, was wir getan haben, soweit ich mich erinnern kann. Denn, und das habe ich jetzt, ich nehme das jetzt hier eine Woche nach meinem Urlaub auf, im Urlaub habe ich Darksaber der Todesstern gelesen, da erhält Dala. Ist mir sowas von egal. Nervig. Absolut nervig. Da erhält Dala sogar dann die Nighthammer fürs erste Mal. Weil Xander Del Vardus extrem viel Knete ausgegeben hat, um die zu bauen. Autos haben wir auch hier. Und verlieren auch wieder sehr viele Schiffe. Aber da habe ich keine Lust,
in irgendeiner Art und Weise, mich zeitlich mit abzugeben gerade. Vor allem nicht, wenn wir so viele Schiffe in der Produktion haben und die nur noch so wenige Planeten haben. Wie viele sind es denn? Sky lassen wir jetzt mal außen vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deep Space potenziell auch, macht 7, 8, 9 Planeten. 9 Planeten und hier und da kleine Flöttchen. Okay. Einmal kurz nochmal gucken. Wir haben extrem viel Knete. Wie sieht es bei Büss aus? Da können wir ein paar weitere Schiffe in Auftrag geben. Bei Prakith dürfen nochmal ein paar Schiffe in Auftrag gegeben werden. Datumir. 90% der Serenis Star Destroyer. Immerhin, da kommt es langsam aber sicher vernünftig voran. Aber jetzt erstmal Sky. Ich trinke einen Schluck und dann gucken wir uns das Ganze an. Nehmen wir uns einfach mal die ganzen Helden hier mit rein. Und Mando. Ja, komm, Mando auch. Der ist noch so ein Heiler hier. Dann lauft ihr erstmal in die Richtung. Alle zusammen. Ich werde jetzt zu diesem Zeitpunkt noch kein Dings holen. Noch keine Artillerie. Aber das kann sich potenziell gleich auch ändern. Zuallererst ist jetzt der Plan, sehr viel an Landeplätzen zu sichern. Dass die, die nicht haben. Und die Hypervelocity-Gun zu vernichten. Dass wir da hoffentlich dann auch bombardieren. Oh mein Gott. Das habe ich vergessen. Komm schon. Rennt nicht zu weit weg. Du darfst jetzt mal hier rüberkommen und die Navy Scout Trooper vernichten hier. Vernichtet ihn. Sehr nett. Hier angreifen. Du darfst das hier verteidigen noch ein bisschen. Ach, guck mal hier. Da haben sie sogar... Dann nehmt zuerst den Turbolaserturm. Dann das hier. Dann das hier drüben. Und dann kannst du mal gucken, sobald das vernichtet ist. Und ihr dürft hier weitergehen. Vernichtet den Antifahrzeugturm. Ist immerhin durchgekommen hier. Wo ist der AT-AT? Der wird schon rausgekommen sein. Ah, Mist. Hätte sein können, dass wir den noch mit erwischt hätten, aber... Naja. So ist er jetzt auf jeden Fall auch Schrott. Sky gehört uns. Oh mein Gott, die können nicht mal mehr fliehen, weil sie keine Einheiten mehr haben. Ach, das ist nervig. Ja, vernichten. Und vernichten bitte. Damit gehört Sky uns. Das ist sehr schön. Zurück zur Galaxiskarte. Und dann gucken wir mal. Damit ist Mifut auch sicher. Da können wir auch eine Capital Shipyard bauen in der Theorie. Wenn wir denn hier weiter dürfen. Eine Capital Shipyard hier bauen. Die Bodeneinheiten fliehen erstmal in die Richtung. Bakura hat nämlich auch nichts. Ja, die werden langsam ein wenig, aber auch nur ein wenig, verzweifelt, habe ich das Gefühl. Hier, komm. Haben wir den überhaupt schon ausprobiert mit der Vengeance? Bin ich mir, um ehrlich zu sein, nicht sicher. Hier nach Bakura. Jemand, ein Klon sitzt jetzt auch wieder was, aber es lichtet sich ja langsam extrem, ne? Das, finde ich, merkt man schon, dass sich die Reihen des Imperiums extrem lichten und deutlich, deutlich weniger werden. Und das ist genauso, wie es sein sollte. Hier werden wir jetzt mal gucken, dass die Vengeance... Ach, das ist gar nicht die Vengeance. Das ist, die Razor's Kiss. Hypervelocity Gun wollte ich noch schießen. Naja, wir können aber auch nochmal nach Denon fliegen, um da das zu kriegen. Ach, bei Chardan haben sie noch...
Wir werden noch nicht Dala holen. Bei Chowdhury haben die noch eine Capital Shipyard. Warum war ich so blind? Nein, einmal Pause machen. Aber bei Tuna nicht. Das heißt, diese vier Einheiten dürfen jetzt mal Richtung Foles fliegen. Doch, fliegen sie, okay. Dass wir mit denen den Boden bei Chardan angreifen können, dass die da keine neuen... Also ich glaube, Allegiance-Schlachtkreuzer können sie nicht bauen ohne Dreadnought-Schiff-Surf, wobei ich mir da nicht... Oh nein, wozu habe ich jetzt... Oh, ich dachte, wir wären hier jetzt bei Bakura. Jardin 4, was interessiert mich? Jardin 4. Beginnen wir. Und sehen zu, dass wir es einfach outreserven. Können wir es nicht hinter uns bringen? Das verlieren wir so oder so. Komm schon. Auto-Resolve. Dankeschön. Zurück zur Galaxiskarte. Von Tarn Morden. Aber diese Prokrastoren können die halt einfach die ganze Zeit rausspammen, was nervig ist. Wir müssen an die großen Schiffe dran. Und wenn die Lags aufhören, kann ich da auch mal was dran ändern. Von dort können wir auch mal gucken, dass wir da jetzt vielleicht auch das ein oder andere bauen. Bakura Space Battle. Da bin ich auch mal wieder einfach relativ faul und hau die Eclipse raus, dass wir da... Oder vielleicht die Sovereign. Die Eclipse hat jetzt ein bisschen was geleistet. Dann darf jetzt die Sovereign ein bisschen. Und ich merke gerade, ich habe hier irgendwo eine Mücke. Das ist ja frech. Dabei habe ich doch überall Fliegengitter. Wie ist hier eine Mücke reingekommen? Na, hätte ich vielleicht lieber auf die Golan setzen sollen. Hätte mir wahrscheinlich mehr Zeit erspart. Naja. So, den Prokrastor hier drüben. Und Mr. Taggy darf von der Seite hier rüberfliegen. Vernichte jetzt hier bitte die ganzen Schiffe. Und dann nimmst du die Golan 1. Ihr dürft hier mit drauf. Und komm schon. Sehr nett. Nach hier drüben. Hier drauf. Sehr, sehr nett. Was? Warum haben wir noch nicht gewonnen? Okay, wir haben gewonnen. Als nächstes muss die Großkampfschiffswerft auf Chardan dran glauben, indem wir mit Karnorjax, Muttergath, Zarian und den anderen beiden bei Chardan angreifen. Alles andere ist mir jetzt egal. Ich auto-reserve das einfach, sei das jetzt irgendwie 1200er Flotte kommt zu Drummel oder so. Das dann nicht unbedingt. Ich habe die hier oben nach Foles geschickt, neben Fondor irgendwo. Mal sehen. Ja, sollen sie nach Abrigadorak kommen? Ich habe hier meine schweren Waffen. Oh, die trauen sich nach Abridon zu kommen. Interessant, interessant. Dünnt die da aber auch nur weiter aus, von daher. Einmal gucken, dass hier Abrigadorak. Die können ja nur von Deep Space gekommen sein. Da können wir mal eben kurz eingreifen. Die Flotte vernichten. Und ihr dürft auch mal eben kurz nach Chardan fliegen. Du darfst nach Tynna fliegen. Und dann will ich da diese Capital Shipyard vernichtet sehen. Wenn der Lag dann endlich mal aufhört. Oh Gott. Hört doch auf mit dem Quatsch hier. Abrigadorak, kümmere ich mich drum. Kann ja jetzt nicht sein, dass die überall einfach auftauchen und mich nerven wollen. Beginnen wir. Ja gut. Eins, zwei. Ich habe keinen Interdiktor, deswegen müssen wir jetzt hier gucken,
dass das relativ schnell vonstatten geht. Den Ton Falk am besten direkt vernichten, damit da keine Jäger rauskommen. Danke, bevor überhaupt irgendwas passieren kann. Die Escort Carrier. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Zurück zur Galaxiskarte. Und dann Chardan. Bitte auf zu laggen und lass mich nach Chardan gehen. Aber hier zu der Flotte könnte auch so ein Serenan Star Destroyer kommen. Wenn er hier oben... Jo, der ist fertig. Sehr schön. Uff. Dazu kann ich nichts anderes sagen als uff. Okay. Die Juggernauts werden schwierig sein. Also das wird richtig, richtig schwierig werden. Aber hier am Boden eine Hypervelocity Gun zu haben und die keine Capital Shipyard zur Verteidigung mehr, das wäre schon sehr schön. Beginnen wir. Du darfst... Komm schon. Warum läufst du nicht? Lauf bitte alle. Und du kommst hier lang. Zack, zack, zack. Connor Jax ist Störung 1. Mutter Geth Zarian, Störung 2, Störung 3. Hier brauchen wir einen Bacta-Tank als allererstes, würde ich sagen. Oh, zwei Flugeinheiten, das ist interessant. Mando ist Störung 4, der darf mal hier langkommen. Hier unten sind die ersten Gegner. Anti-Infanterie-Türme brauche ich, finde ich, nicht, weil gegen Infanterie haben wir genügend Helden. Die Helden sind extrem gut gegen Infanterie. Deswegen Anti-Fahrzeug-Sachen. Anti-Fahrzeug, Anti-Fahrzeug. Ihr lauft langsam hier runter und Carnor Jax kümmert sich hier mal um die wichtigsten Sachen. Kannst du hier Drain Life machen? Danke. Das ist deins. Force Push einfach mal eben. Ob sich das jetzt hier gelohnt hat oder nicht, ist fraglich, aber greift hier mal an. Carnor Jax verliert aber Leben. Das ist nicht so nett. Mando darf hier einmal kurz Anti-Fahrzeugtürme holen. Jetzt hat er ein bisschen was geschafft an Schaden zu machen. Jetzt müssen wir abhauen. Oh nein, da haben wir keine Dings geholt. Das ist schade, aber gut. Oh, diese Juggernauts tun weh. Die tun sehr weh. Ihr dürft auf jeden Fall auch hier runterkommen. Okay, das sieht hier gerade gar nicht so gut für uns aus. Ich meine, wir alle, die Helden haben alle ganz gute Leben. Tyber Zan ist so am ehesten verwundbar. Greift vielleicht mal hier den AT-ST an. Das ist das Nervige, dass wir jetzt den Imperator nicht mehr haben. Wenn Carnor Jax einmal dran ist, Carnor Jax stirbt gleich, dann kann er auch ganz gut was reißen, aber da überhaupt erstmal hinzukommen, ist problematisch. Das heißt, die Juggernauts zu vernichten, das können wir potenziell hinkriegen mit den Anti-Fahrzeugtürmen. Aber das war's auch schon. Okay, Carnor Jax, hau mal ab. Also vielleicht müssen wir hier nochmal an dem Plan mit Chardan angreifen, dran arbeiten, zur Not. Können wir es im Endeffekt auch mit roher Gewalt irgendwie irgendwann bestimmt hinkriegen, aber das sollte nicht Sinn der Sache sein. Wir fliehen jetzt erst einmal in der Hoffnung, dass alle Helden überleben. Und guck mal, wir haben nur zwei Stormtrooper-Platoons ausgeschaltet. Müssen wir uns nochmal überlegen, wie wir das am ehesten hinbekommen. Aber ich würde sagen, mit dem Blick auf die Uhr war es das auch für heute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es das hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum
nächsten Mal.